Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute hier auf Blutzollfeuerball einen Kaladesh Remaster Draft, denn wenn Wizards schon mal so apologetisch ist und allen Accounts ein gratis Draft schenkt, dann nehmen wir den natürlich auch mit. Außerdem versuche ich mich auch nochmal zu erinnern, was denn eigentlich in diesem Format so genau los war. Ich habe das Kaladesh Remastered Format gedraftet. Damals, als es neu war, aber so richtig erinnern kann ich mich nicht. Kaladesh ist ja immer Artefakte, Energie, tralala, die okkasionelle Bomben-Rare. Wir schauen einfach mal, was hier so passiert. Es haben tatsächlich alle Leute geschafft, auf Play zu drücken. Der Draft geht los. Wir haben SRAM. SRAM ist eine coole Constructed-Karte. Im Limited war das aber immer so. So viele Auren-Equipment und Vehicle-Spells kriegt man meistens gar nicht. Entsprechend schwierig. Longtusk Cup ist eine unfassbar krasse Karte. Oft unhandelbar, nachdem der einmal connected hat. Der hat für mich tatsächlich Rare-Niveau. Den würde ich mal reservieren. Gearseeker Serpent. So ein bisschen Affinity for Artifacts. Wird billiger für jedes Artefakt, was man hat. Kann man auch ganz nett drum rumdraften, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten, ja, es gibt das Energiethema, was das Longtusk Cup ja auch hat. Allerdings das Gute am Longtusk Cup ist halt, dass es an sich schon so gut ist, dass man das Energiethema gar nicht braucht. Live Fast, Grün-Schwarz-Energie hätte ich nichts gegen. Attune wäre natürlich eine super Karte, nehme ich immer gerne mit fürs Energiedeck. Zur Not spiele ich vielleicht auch einen Reservoir Walker, aber hauptsächlich möchte ich grün werden, wenn ich diesen First Pick gemacht habe. Der Metalwork Colossus. Ja. Ich erinnere mich dran, da mal drum herum gedraftet zu haben mit mäßigem Erfolg. Ich denke, das lasse ich mal bleiben. Der Artok. Ganz nette Karte. Monstrous Onslaught ist ein guter Removal Spell, weil man braucht halt idealerweise eine große Kreatur im Spiel. Aber er ist einer von diesen Spells, die auch, wenn in Response die größte Kreatur abgeschossen wird, ist das bereits eingeloggt, wie viel Stärke die hatte. Und dann macht er eine ganze Menge. Wild Wanderer, 4-Drop, der Basic Lands findet, ist auch eine gute Karte. Aber an dieser Stelle würde ich den Monster nehmen. Ich mag auch den Aether Hub. Revoke Privileges ist auch eine gute Karte. Chandra's Revolution spielt man auch wohl. Aber ich versuche mal, monströse grüne Anschläge zu machen. Ja, das ist nicht so viel grün, um nicht zu sagen gar nichts. Hier stechen hauptsächlich zwei gute Removal Spells ins Auge. Der Skywellers Shot und die Welding Sparks. Ich dunkel in Erinnerung, dass grün-rot cooler ist als grün-weiß in diesem Set. Und ich mag Welding Sparks, glaube ich, auch ein kleines bisschen lieber, weil sie ein bisschen vielseitiger ist. Manchmal will man halt auch kleine Kreaturen beseitigen, manchmal möchte man es auch als eine Art Combat-Trick verwenden für trampelnde, wo man selber mit trampelnden Kreaturen angreift oder sowas. Deswegen nehme ich an dieser Stelle mal die Welding Sparks über dem Shot und guck mal, wo das hinführt. Unlicensed Disintegration ist eine richtig krasse Karte. Auch natürlich nicht ganz unsere Farbe bisher, aber wenn die jetzt noch drin ist, ist Rot-Schwarz eventuell offen. Kann man mal drüber nachdenken. Cavalry Hunt the Weak ist natürlich auch okay. Pioneer ist auch eine gute Karte. Hätten wir die weiße Karte genommen, wäre das jetzt ein guter Follow-up. Vom Power-Level her finde ich die Disintegration am krassesten, deswegen nehme ich die erstmal mit. Eventuell ist es falsch, weil man vielleicht auch Hunt the Weak nehmen müsste, um das zuzumachen, aber naja, mal gucken. Ballista Charger ist ein okayes Vehikel. Ziemlich mächtig, aber halt auch Crew 3. Pima Outrider ist eine gute Karte. Bringt sehr viel mit aufs Feld für gar nicht so hohe Investitionen. Subtle Strike. Kennt man auch aus anderen Formaten. Coole Karte. Ja, es ist hier zwischen Ballista Charger und Outrider. Und weil ich Interesse daran habe, grün dicht zu machen, nehme ich das an der Stelle. Oder nehme ich lieber den, weil ich flexibel bleiben will. Bauchgefühl sagt man, nimm die grüne Karte. Mal sehen, wie ich wieder mit auf die Schnauze fallen. Erstmal nicht so sehr. Also das Conditions finde ich nicht so optimal. Sage
kann vielleicht in einem ausgewiesenen Energiedeck was, aber so im Vakuum ist das eher zu schwach. Was ich sehr gerne mag, ist aber Appetite for the Unnatural, weil Artefakte gibt es in einem Artefakt-Set wie Kaladesh natürlich wie Sand am Meer. Den kann man durchaus mehr entdecken. Und jetzt unbedingt direkt einen zweiten davon picken muss, sei mal dahingestellt. Renegade Map ist gutes Mana-Fixing. Den nehme ich an der Stelle drüber. Der Attune with Aether Table, beziehungsweise, naja, das ist noch nicht mein Booster, weil der war nicht in meinem Booster drin, an den hätte ich mich erinnert. Das ist nämlich auch eine ziemlich gute Karte. Das Bone Lightning Vehicle, ein bisschen anfällig, aber eventuell playable. Ja, hier nehmen wir auf jeden Fall den Attune. Mana Fixing, Energie geben, auch wenn wir bisher Energie nur für den Long Task Cup brauchen, aber ja. Schon alles ganz okay. Weiß noch nicht so genau, was ich mit den roten und schwarzen Signalen anfangen möchte. Qualität sieht aber auf jeden Fall in Ordnung aus, so bisher. Das andere Attune-Table auch, okay. Also Mana-Fixing und Energie kriegen ist anscheinend überhaupt kein Problem in diesem Draft. Also Attune finde ich tatsächlich bockstark. Wenn man grün genug ist, ersetzt das einfach ein Basic Land. Also sich selbst ersetzt in Form eines Basics und Energie liefert. Da kann ich auch entspannt dreifarbig spielen, wenn es sein muss mit dem Fixing, wie ich es jetzt habe. Ja. Dieser Spec ist ziemlich egal. Ich mag den Intruder. Das ist ziemlich latter. Ich nehme den mal mit. Wenn genug Artefakte rumkommen. Also, wenn genug Artefakte in meinem Deck landen, ist der vielleicht sogar playable. Aber ich bin da noch ein wenig skeptisch. Universal Solvent ist irgendwie eine coole Karte, aber weiß nicht, ob die so richtig geil ist. Bisschen klobig. Auch wenn das Energie-Payoff bisher noch nicht so richtig da ist. Ich nehme mal den. Irgendwie was Gruul-Aggroiges mit Energie. Könnte ein Plan werden. Subtle Strike. Bleibt jetzt doch hier unten irgendwo. Metallic Mimic. Creature Type. Wir haben überhaupt erst drei Kreaturen. Drei Kreaturen. Ja, wir sollten auf jeden Fall mal ein paar Kreaturen picken. Was bedauerlich ist, weil ich hatte eigentlich schon ein bisschen auf das Hand the Week geschielt. Silver Sandler, wenn man da eine anständige Menge von hat, kann da durchaus auch was. Das ist ein Energie-Payoff. Verteilt Marken, wenn man Energie kriegt und kann selber welche machen. Das ist natürlich auch keine Kreatur, aber gut, wir werden wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen ausdünnen im Nicht-Kreatursegment. Als bei Infusion zum Beispiel. Je nachdem, was es hier wird. Die sind auch im Landslot. Ja, ich nehme mal das Fabrication Module, um ein bisschen Energie-Payoff zu haben. Und dann schauen wir mal, wo das so hinführt. Bist du? Ja, ist nicht so gut. Ganze Booster ist nicht so gut. Die weißen Karten sind gut. Also ein bisschen von verabschiedet. Es gibt Removal wie Sand am Meer, habe ich das Gefühl heute. Aber die guten Kreaturen stellen sich nicht so richtig ein. Ich nehme hier eine Chandra's Revolution und wir orientieren uns mal mehr Richtung Gruul, eventuell Splash Disintegration. Wenn der Removal-Baum aber weiterhin so viel Früchte abwirft, können wir uns ein Splash vielleicht auch sparen. Andererseits, das Splash von einem Swamp sieht auch ziemlich gratis aus gerade. Der macht bisher auch noch nichts. Aber er ist eine Kreatur. Altomi. Okay, die Rewards. Ich hätte ja richtig gern noch einen Long Task Cup, aber ich frage mich, ob Pima eventuell besser ist. Vor allem, wenn wir Pima weiterschieben, dann ist das auf jeden Fall das klarste Zeichen, dass wir nicht grün sind, weil es ist halt rare, das beeindruckt Leute. Long Task Cup ist aber eventuell die bessere Karte. Two Drop, Energie Payoff. Boah, ich glaube, es ist der tatsächlich.
tatsächlich der Cup. Tut weh, dass sie auch beide in einem Booster sein müssen, aber ist dann wohl so. Rich Scale Tusker ist auch so eine Ankam, die eigentlich Rare-Niveau hat. Richtig, richtig starke Karte. Das ist weh. Kreaturenqualität, auf die ich gehofft hatte. Hier ist noch eine Welding Sparks. Die Gremlins sind auch okay, allerdings eher in artefaktlastigen Decks, was wir wohl eher nicht sind. Nehmen mal die Sparks. Und spielen mal mit dem Gedanken, die ganze Sache vielleicht zweifarbig abzuwickeln. Dann braucht man auch die Renegade Map eventuell nicht. Shooter ist schon auch nicht wirklich drin. Wenn es die Deckslots erlauben, möchte ich einen Appetite gerne spielen. Da muss man halt mal sehen, wie sich das ergibt. Das Dayang. Das ist natürlich ein cooles Energie-Payoff auch. Aber. Die Alternative ist natürlich der Pyrohelix. Ja, ich bin, glaube ich, mal raus aus dem Schwarz-Business. Schau mal, wie ich hiermit so zurechtkomme. Aber es bleibt auf jeden Fall nach wie vor sehr massiver Bedarf an Kreaturen. Ich bin auch nicht unglücklich, den Cup über Pima genannt zu haben, weil zwei Drops scheinen Mangelware zu sein. Das sind auch keine wirklich guten Kreaturen. Der Gremlin vielleicht noch eher als der Rebel? Keine Ahnung. Cobra ist notfalls playable. Die Karte mag ich eigentlich nicht besonders, aber man muss sie auf dem Schirm haben, dass es einen Einmaler First Strike Trick gibt, der kann Combats schon ziemlich ruinieren. Wirklich Slots dafür haben wir nicht. So, okay, schwarze Karte. Deseret's Touch möchte heute keiner. Revoke Privileges auch nicht. Wir steigen jetzt mal in die Self-Assembler, wenn man den abkönnen möchte. Das ist zumindest eine gute Möglichkeit, ein bisschen Kreaturen ins Deck zu kriegen. Und ja, ich fürchte, wir müssen an Eagle Construct kriegen. Einfach nur, um mal ein paar Kreaturen zu haben. Der Monitor ist gut. Das ist wirklich eine anständige Karte. Der ist auch durchaus okay. Deck sieht okay aus bisher, so vom Ansatz her, aber müsste auch noch ein bisschen was kommen. Aber selten, dass man sich um Removal keine Sorgen macht, aber um den Kreaturen-Count. Da ist noch ein Tusker, der wird ziemlich sicher der Pick. Ich hätte auch nichts gegen einen Kurawigen Mana-Beschleuniger, aber Tusker ist einfach so bonkers. Unsere Self-Assembler-Idee können wir an der Stelle auch schon wieder begraben. Diese 5 Drops sind einfach besser. Hoffen mal, dass es nicht nötig sein wird, auf Dinge wie Self-Assembler zurückzugreifen in diesem Deck. Was haben wir hier? Paladin. Ist nicht unsere Baustelle. 4 Drop mit Double Strike und Energie Payoff ist interessant. 3 Helix brauchen wir nicht unbedingt. Diese Artefaktkreaturen sind auch eher Füller. Wild Wanderer und Wild Fast Monitor mag ich immer noch beide. Glaube ich, mit diesen energetischen Double Striker haben. Wenn man danach einen Tusker legt, ist das wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht. Hier gibt es Stuff. Nature's Way ist ein sehr guter Spell. Thriving Rhino ist richtig gut. Sweatworks Brawler ist gut. Der kann nicht so viel. Oh, ich will eigentlich Kreaturen, aber Nature's Way. Oh.
Ich nehme mal Nature's Way. Da ist noch ein Rhino. Dr. Arrest. Ja. Pick 2, den Skywhalers Shot nehmen und werden ein ziemlich insanes grün-weißes Deck, glaube ich. Nicht, dass ich unglücklich wäre mit dem, was wir jetzt hier haben, aber schon interessant, wie sich Dinge so ergeben hätten im Nachhinein. Und Kaul noch mitnehmen, das ist schön. Noch ein Thriving Rhino, das ist gut. Da ist noch ein World Fast Monitor. Ja. Removal in Form von Hunt the Weak brauche ich nicht. Habe schon genug. Nehmen wir lieber den Wild Fast Monitor mit. Da ist noch ein Tiger, auch der ist nicht schlecht. Jetzt ist das Deck tatsächlich auch schon so voll, dass man irgendwas wieder cutten muss. Vielleicht den Gremlin. 15 Kreaturen, 10 Nicht-Kreaturen, wovon 2 allerdings virtuelle Länder sind. Schon der Drift Dawnfeather Eagle, der ist eigentlich auch ziemlich gut. Wild Wanderer könnte es auch ins Deck schaffen, theoretisch. Müsste man dann eventuell den Appetite cutten? Eigentlich ohne Disenchant sollte man nicht antreten in diesem Format. Vielleicht ist das Fabrication Module zu umständlich. Ja, das sind gute Karten. Deckplätze sind langsam ein bisschen begrenzt, aber Deck wird auf jeden Fall voll. Ich habe mich mal für den offensiven Weg entschieden und Appetite rausgenommen zugunsten einer weiteren Kreatur oder des Deckslots einer weiteren Kreatur. Weiterhin ist das Rot tatsächlich eher so Splash-Niveau. Die Monitors haben noch eine rote Fähigkeit. Aber ansonsten spiele ich einfach sehr viele Foils, damit ich die Attunes zuverlässig casten kann. Ja, dann gucken wir uns das mal an. Deck ist nicht super Sahne, hat aber das Potenzial, wirklich gut Kurve zu legen und Gegner zu überrumpeln, aber ich sehe durchaus auch, wie das aus outvalued werden kann. Mal gucken, wie sich das so spielt. Ja, 2 Drop, 3 Drop, 4 Drop, 5 Drop. Sieht aus wie eine Kurve. Da kommt natürlich die Limitierung des Attune. Wenn man Attune nicht Runde 1 hat, blockiert das natürlich irgendwo einen Platz in der Kurve. Wenn wir dann in Runde 4 statt des vierten Landes eine Attune spielen müssen, dann können wir natürlich kein 4-Drop spielen. Aber das sind Probleme, da kann sich Zukunftssiegel drum kümmern. Da ist das fünfte Land. Wir brauchen das fünfte Land für den Tiger auf der Hand. Ich neige dazu, das da zu lassen. Der ist aber nötig. Premium und Mogel auf den 2-2 gehen. Can't block artifact creatures. Ja, unfortunate.
erstmal angreifen und schauen, was passiert. Könnte den Flieger jetzt abschießen und was tappen, nachdem er diese Runde nichts gemacht hat, ist das möglicherweise eine ganz gute Sache. Bin rückblickend zufrieden mit dem Plan. Zwei Sprüche hat der Mann auf jeden Fall. So, werde ich mit der Nummer durchkommen? Wir werden sehen. Werde ich ihn überhaupt jetzt pumpen? Vielleicht nicht. Weil der kommt ja auch so. Das braucht man nicht. Okay. Also es mangelt ihm auf jeden Fall nicht an Removal. Kriegen lasse. Einfach mal mit 0-4er. Gut, dann in Wirklichkeit haben 2-6er. Noch gegangen. Länder ziehen ist ein bisschen doof. Hätte ich an der Stelle übrigens gerne eine Blumenstadt im Land gezogen. Hätte ich nämlich zwei Energie für den Tiger bekommen. Das wäre wohl was. Da ist das Ding. Direkt mal zu Hause gelassen. Sie sehen, Removal sind nicht alles. Er hat halt nur 4 Länder gelegt, konnte deswegen selten 2 spellen und wenn du nur alles 1-2-1 beantwortest, ohne das Wort zu entwickeln, bringt dich das gar nicht so sehr nach vorne. Alte Magic-Spielerweisheit. Turn 1 und 2 attune im Zweifelsfall. Nee. Im Zweifel ringt sich dann da etwas anderes auf.
Gucken wir mal, wie ich. Wenn der Task resolved ist, ist es schon fast GG wahrscheinlich. Sie sahen den perfekten Ghoul Energy Agro Start. Attune into Cup into Rhino. Into Chandra's Revolution into Witch Scale Tasker. Also. Das sind mal Turn 1 bis 5 Plays. Ich wage zu behaupten, dass wenige Decks dagegen etwas tun. Schnelles Hard Removal auf den Cup hätte natürlich geholfen. Aber davon abgesehen. Da fehlt das Attune. Aber es gibt den Cup für Runde 2. Gegner fängt allerdings an. Die Hand kann eskalieren oder komplett scheitern. Wir finden das heraus. Das war nicht schön gut. Runde 1 ist ja schon wesentlich weniger beeindruckend. Gucken wir mal, ob wir mit der Nummer durchkommen. Ich habe da so meine Zweifel, weil es nur wie er es verhindert. Ja, gut. Boma Ballermarsch. Stufe 3. Ist dann 5-5. Das macht alles nicht so viel Sinn. Dann scrollen wir leider rum. Schlechte Chance. Müssen da jetzt mal angreiflich werden.
Eine fliegende Barke? Ich dachte, also, das gibt's nur bei Star Wars. Wie man sich doch irren kann. Jetzt müsste das Land schon kommen, ne? Ja, es kommt. Das war das Richtige. Natürlich zuerst mal angreifen. War das okay am Value? Abhängig davon, was er nachlegt, könnte das der Turnaround gewesen sein. Das ist leider gut. Ich kann seine beiden Kreaturen abräumen, wenn ich nach dem Kampf den 5-5 mache. Alternativen. Also ich bin dann natürlich tot. Gegen jede einzelne Kreatur, die er nachzieht. Weil das Skyscape ausreicht, um mich umzunieten. Aber ich glaube nicht, dass ich das verhindern kann. Ich muss einfach hoffen, dass ich Glück habe und er keine Kreatur nachlegen kann. Ja, eine Runde zu spät, das Land. Ärgerlich. War nur ein. Ja, doof. War der Keep zu gierig. Aber es hätte fast noch gereicht. Ein Turn. Ja, wenn man das mal sieht, dann stellt sich vor, einer der teuren Kreaturen auf der Stand wäre ein Turn gewesen. Wäre schon wieder vollständig unbesiegbar gewesen. War aber leider alles im Konjunktiv. So, die Hand ist deutlich besser. Drei Länder in zwei Farben. Drei Spells für zwei Mana. Auch da leider wieder kein Tune. Aber das geht schon. Bedauerlicherweise auch wieder den Würfelwurf nicht gewonnen. Das war auch noch ein Faktor eben. Andererseits hätten wir auch noch länger auf das Land gewartet. Das andersrum gewesen wäre. Plan A, Longtusker legen und hoffen, mit der Nummer durchzukommen. Fixiert ihn ein bisschen zu intensiv. Aber vielleicht muss ich ihn auch einfach lesen. Kann natürlich nicht sein, dass Leute, die diese Free Draft spielen, das Format gar nicht so auswendig kennen. Ich meine, das Format kenne ich auch nicht auswendig, aber ich kenne zumindest die Karten noch aus der Zeit, wo. Das ist ein Pilgrimage.
Nanam Renegade. So gerne ich auch, aber... Ja, ist auch wieder alles ultra gierig. Das war falsch. Ich hätte einfach den 3 drauflegen müssen. Oh Gott, war das falsch. Gut, mit dem Trick habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich zugeben, aber... Gar nicht mal unbedingt aus Gründen von... Ich lese, was der Gegner für Tricks hat, sondern von Mana-Effizienz. Hätte ich an der Stelle definitiv den 3-Drop spielen müssen, um diese Runde sicher 2-Drop Schuss für 2 machen zu können. Ja, das ist auf jeden Fall eine Fehlentscheidung. Das klingt eigentlich ganz fair, denn ich hätte mit dem sowieso nicht geblockt. Noch eine Handkarte ist natürlich meilenweit vorne auf dem Board. Ja, statt 244 ein Weg, hoffen wir dann immer durchzukommen. Wir können es vielleicht einstecken. Ja gut, wenn die Gegner natürlich alle sowas haben. Wer kriegt jetzt Haste beim Kuchen, deswegen konzentriere ich an der Stelle sofort. Da hätte ich auch ohne Spielfehler einen besseren Draw gegen verloren. Okay, soll mich mal ein bisschen zusammenreißen hier. Das war. Für eine 2-3 ist das Deck doch irgendwie zu gut. Ein 2-Drop, der mir helfen kann, das dritte Land zu finden. Kann man also durchaus mal behalten. Den Würfel ist total abgefangen. Das ist ein gutes Land. Ganz freiwillig. Das war ein ganz guter. Dann ist das Eager-Konstrukt auch schon gut gepasst. Rest des Boards outclassed. Das ist natürlich schön. Wenn er sich traut zu blocken, mache ich einen 2-1 Tausch. Wenn er sich nicht traut zu blocken, mache ich einen Wildborn Runner. Und bin sehr zufrieden mit dem Outcome des Zuges. Ich verstehe, ja. Er ist entschuldigt. Trotzdem.
jetzt 5 Toughness. Das geht, ich kann mit den beiden 5 Toughness-Geister da rein angreifen. Tune und auch gelegen. Ich da trampel. Könnte er die auch einfach jumpen? Das heißt, das ist nichts. Und wir haben 6 First Strike Power vom Tisch genommen. Gegner hat auch jetzt erst sein drittes Land gefunden. Da hatten wir deutlich mehr Glück. Ist auch nicht so, dass er die Wahl hat an der Stelle. Dieser Sieg geht an den Schaffler. Also geht an uns aufgrund des Schafflers. Muss es auch mal geben. So, und das Deck immerhin 3 Siege geholt. Vielleicht kommen noch ein paar mehr dazu. Das 4 hat der Kampf verloren wegen Shuffler gegen uns. Und das andere Spiel haben wir verloren wegen Sky Konsul. Ich fange an, habe keinen Todrop. Aber eine okay Hand. Das ist so eine typische. So gut zum Maligen auch. Ja, aber wenn das die 8. Karte ist, ist es ein Traum. Auch wenn der jetzt gegrillt wird, dann hat er zumindest den Weg frei gemacht für den 3-Drop. Karisef. Strike Menace. Tja, dann. Bitte auf jeden Fall blocken. Nee. Ich möchte diese Runde diese Mana ausnutzen und den Drop legen. Nächste Runde dann wahlweise Tune und noch ein 3-Drop. Und Magen für den Cup. Was ist der denn? Hat Fakten mit CC3. Okay. Das richtig durchkommen ist jetzt natürlich auf Anhieb auch nicht. Könnte das Tempoplay machen, eine Kreatur wegsprengen? Ja, ich denke, das muss auch passieren. Der weg. Und das Land bleibt getappt. Und rein attacken. Ja, gut, der Kampf hätte auch zu Hause bleiben können. So, an der Stelle. Yes, interesting. Mm.
Ja. Das nimmt kein gutes Ende für ihn. Gut, Geld, das war AKA der grüne Gierhalk. Einmal kann man es gut. Sehr schön, dann ist das Deck schon positiv. Noch drei Siege. Gute Hand. Jede Hand mit Runde 1 zu tun ist gut, habe ich das Gefühl. Leider kein Kampf für Runde 2, aber da wurde ein Haus. Diese Hand vielleicht sogar besser. Das machen und da müssen wir die Plus-Counter nehmen, falls wir jetzt gleich den Stress-Axel machen müssen. Roguel ist ja ganz wichtig. Auch da nicht so traurig, dass wir ein 4-4 haben. Sparks macht nur 3 Damage. Und zwar macht auch nur 4. Hilft also gerade gar nicht. Aber dank der Lifecraft Cavalry kann man da glaube ich einfach machen. Die Trades, die er machen kann, sind beide okay. Sollte er sich überlegen, nicht zu blocken. Das würde es ganz schlimm ausgehen, aber so ist auch schon sehr schlimm. Hoffe ich. Super, nicht so viel. Hat 3 Mana offen, was kann dabei raushüpfen? Keine Ahnung. Aber ich neige dazu, hier den Weg frei machen zu wollen. Sehr schön. Sieg Nummer 5. Geht da wohl noch mehr? Gegner fängt an und wir haben eine Pyro Helix Runde 2, Monitor Runde 3. Wenig spektakulär, aber halt. Ja, was ist hier noch? Macht er natürlich sicher ein Servo. Aber wenn er sich für 3-3 entschiede, hat er natürlich keine Möglichkeit mehr, den so einfach in den Griff zu kriegen. Und da wir die nächsten beiden Turns Kreaturen legen möchten, wirkte das auf mich sinnvoll, an dieser Stelle den Zauber zu zählen. Der Weltfast ist eher zweite Liga, der Thriving Reno
soll mal vorangehen hier. Zumal mit dem Scrapper Champion zusammen vielleicht nochmal irgendwie Energiesynergien an den Start gebracht werden können. Wenn das Rhino jetzt abgestellt wird, kann der Champion die Energie vielleicht noch benutzen. Das Ende des Videos ist nicht nah. Der Gegner hat einfach nur zwei seiner Energie ausgegeben. Das ist natürlich ein ausgesprochen fataler Missklick. Wir machen dann eine Kurve weiter. Dann auch viel Trample Loot. Wäre schon wirklich besser gewesen, wenn das alles leider keine Fehlzündung gewesen wäre. Muss man anerkennen. Task ist natürlich super. Der macht mal wieder einen riesen Anschnitt. Ja, das Deck hier ist auf jeden Fall das Deck der verkappten Rare-Bomben. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr bestätigt. Ushka oder wie sie heißt, nicht genommen zu haben. Weil Long-Task Cup und Rich-Scale-Task Cup sind so krass verraten. Also da gibt es definitiv Rares in diesem Set, die da nicht rankommen. Aber trotzdem, natürlich. Das Spiel gewinne ich, weil er entweder missklickt oder Karte nicht richtig gelesen hat oder was auch immer. Wenn das sein, dass Lightning connected, will ich nicht sagen, dass ich das Spiel hier verliere, aber ich gewinne es definitiv nicht so schnell. Ja, da sind ja meine beiden speziellen Freunde auf der Startbahn. Wir dürfen sogar anfangen. Ziemlich viele Leute sind rot. Rot war auch einfach gut. Perfekt, dann rauschen wir wieder. Was frisieren. Andererseits, wenn er sicher nicht blockt, kriege ich sicher zwei Energien. Hey, hör auf, mein Nashorn anzugucken. Lass den so.
Oh yeah. Ein guter Jump von ihm. Deswegen, ja. Ja, dann nicht schlecht gespielt. Gut, könnte sein. Ne? Da ist irgendwelche schlimmen Tricks. Das heißt, bloß nur den First Cut, das nicht reichen. War ja auch gar nicht Monorot, sondern mal alles gut. Doch, ich hatte Spaß an diesem Match. Denn der Gegner hat gut gespielt. Ich weiß nicht, was sein Problem genau war, aber die Interaktionen, die da waren, waren zumindest spannend. Jo, das war nach einem holprigen 2-2-Start, wo ich auch nicht optimal gespielt habe. Dann hinten raus doch eine sehr überzeugende Performance und die Take-Home-Message ist: Tune with Aether ist eine gute Karte. Spielt weniger Basic Lands, wenn ihr Tune with Aether habt. Achtet darauf, tief genug grün zu sein, was besonders leicht fällt, wenn man Long Tusker und Rich Scale Tusker sein eigen nennt. In diesem Sinne wünsche ich euch die nächsten Tage viel Spaß beim Color Dash Draften. Wenn ihr dieses Video irgendwann später findet, wünsche ich euch, wann immer es möglich ist, viel Spaß beim Color Dash Draften. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald.